Das Kreuzfahrtschiff mit dem ungewöhnlichen Namen ist da, die Mein Schiff von TUI Cruises. Schon seit 1996 war das Schiff unter dem Namen Galaxy für den amerikanischen Markt unterwegs. Doch der neue Besitzer hat das Schiff komplett umgebaut. So sind die Farben nun wesentlich dezenter als vorher. Ohne Umbau wäre das Schiff für den deutschen Markt auch ungeeignet gewesen. So wurde auch der Teppichboden fast überall ausgewechselt. Die alten Kunstwerke hat der Vorbesitzer behalten. Dafür hängen nun neue Bilder in den Gängen. Für 50 Millionen Euro wurde umgebaut. Die Hälfte floss in die Balkone. Sie wurden vergrößert und es wurden neue angebracht. Damit die Mein Schiff den zusätzlichen Stahl auch verkraftet, wurde am Heck ein sogenannter Ducktail angebracht. 380 Tonnen schwer. 50 Millionen Euro, das klingt viel. Für eine Komplettüberholung hat es aber nicht gereicht, wie man an einigen Ecken auch sieht. Mit einer Länge von rund 260 Metern ist die Mein Schiff zurzeit das größte Schiff auf dem deutschen Markt. Platz ist in den Kabinen für etwa 2000 Passagiere. Im Gegensatz zu den AIDA-Schiffen ist die Mein Schiff aber kein Clubschiff. Die Gäste sollen sich erholen und entspannen. Animation ist nicht vorgesehen. Entspannen kann man sich in den entsprechenden Inseln. Das hat allerdings seinen Preis, pro Stunde immerhin 8 Euro. Aber es gibt auch genügend Orte zum kostenlosen Entspannen. Besonders gut ist der Außenbereich auf Deck 6 gelungen, die dunkelblauen Wände und der Boden in Holzoptik. Das Pooldeck der Mein Schiff mit zwei größeren Pools, dafür mit weniger Platz für Liegen. Für viele das Wichtigste auf einem Schiff, das Essen. Das Restaurant Ankelmannsplatz ist ein Selbstbedienungsrestaurant. Besonders Eltern mit Kindern werden die entspannte Atmosphäre dort zu schätzen wissen. Zumindest die Besteckstände auf den Tischen erinnern an die AIDA-Schiffe. Von Auswahl und Präsentation her hinkt das Essen den AIDA-Schiffen aber hinterher. Selbstbedienung ist aber auch nicht der Schwerpunkt auf der Mein Schiff. Im Atlantik-Restaurant wird das Essen mittags und abends serviert. Nur morgens gibt's auch hier ein Buffet. Tischwein, Bier und Softgetränke sind im Reisepreis enthalten. Das Gosch-Fisch-Restaurant ist eines der Restaurants an Bord, für die bezahlt werden muss. Das gilt auch fürs Richards. Ein 6-Gang-Menü kostet hier 36 Euro. Dazu kommen die Getränke. Der Cliff 24 Grill hat rund um die Uhr geöffnet. Passend zum Geschmack der Deutschen gibt es hier nicht nur Burger oder Hotdogs, sondern auch Leberkäse. An der Naschbar gibt es den ganzen Tag über Kaffee und Kuchen. Eine Kabine auf der Mein Schiff. Hell und freundlich ist es hier. Verglichen mit vor dem Umbau hat sich aber nur wenig getan. Eins ist anders, eine Espressomaschine gehört nun zu jeder Kabine. Die Badezimmer bekamen unter anderem neue Waschbecken und Armaturen. Völlig neu ist die TUI-Bar an Bord, komplett in Weiß gehalten. Die Farben des Lichts wechseln, geöffnet ist sie von morgens bis in die Nacht. Rauchen ist hier verboten. Geraucht werden darf in der blaue Weltbar ganz unten, insgesamt geht sie aber über drei Ebenen. Die Abtanzbar ist die Disco an Bord. Neuer Wall ist die Einkaufspassage mit mehreren Läden. Hier gibt es weniger Souvenirs, sondern eher hochwertige Kleidung zu entsprechenden Preisen. Oder aber Uhren, Schmuck und Schreibgeräte. Das große Theater am Bug des Schiffes mit Shows auf Deutsch, die speziell für die Mein Schiff entwickelt wurden. Deutlich verkleinert wurde im Vergleich zur Galaxy das Casino. Nur noch eine Handvoll Spieltische gibt es, dazu wenige Automaten. Der Raum wird gleichzeitig als Lounge und Bar genutzt. Ziemlich klein ist das Fitnessstudio an Bord. Immerhin sind alle Geräte neu. An Seetagen könnte es bei den wenigen Geräten aber schnell mal voll werden. Platz fürs Erholen hingegen gibt's immer, ob drin oder draußen. Und das ganz ohne Aufpreis.